Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze Paititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Unuratu, meine Mutter, Kriegerin, Rebellin, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuvakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Thank you.
Thank you.
Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft? Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Ah, die Kriegerin ist zurück. Nochmals danke für deine Hilfe. Tiene 400 años. Habrá que reconstruirla por completo. Hey, schön dich zu sehen. Lara! Wie ich sehe, kennt ihr euch alle. Wie kommst du hierher? Unsere Verbündeten, die Ja'Axil, sind aus Paititi verschwunden. Aber ich konnte ihre Spur verfolgen. Sie führte mich her. Darum ging es in Marianas Vision. Deshalb habe ich dich hergebeten. Sind die Ja'Axil in Schwierigkeiten? Ich weiß nicht. Da kommst du ins Spiel. Oma sagt, du und die Ja'Axil hättet eine besondere Verbindung? Stimmt. Dann musst du rausfinden, was passiert ist. Ich tue, was ich kann. Ich wusste, dass du das sagst. Die vulkanischen Aktivitäten haben einen Riss im Boden geöffnet. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Führt er zu den Ja'Axil? Vielleicht war Andres Lopez nicht so verrückt, wie wir dachten. Jedenfalls ist ein versteckter unterirdischer Tunnel ein idealer Startpunkt. Ha!
Das ist Wahnsinn! Hör auf zu schreien, beruhige dich. Wir müssen damit klarkommen. Trinity, was machen die hier? Wegen eines Dokuments hier sind, das ein Irrer vor Jahrhunderten geschrieben hat. Wir sind nicht wegen des Dokuments hier. Wir sind hier, weil Dominguez den Anweisungen dieses Dokuments vertraut hat. Dominguez war... Diese Tunnel wurden ganz sicher von den Kreaturen gebaut. Was haben wir uns nur gedacht? Rourke war ein Paladin One. Er muss es geschafft haben. Die Kreaturen haben ihn über... nur gefunden. Croft ist wieder da. An meiner Position. Hau lieber ab. Geht in die Deckung. Ich muss hier weg. Was ist das? Heilige Schweine, Güte! Scheiße, Croft ist hier! Knallt sie ab! Ich muss den Kopf einziehen. Heilige Scheiße, Deckung!
Unsere Position wechseln! Du bist zu gut geschützt. Nicht sieht, kann er nicht schießen. Er wird durch die Wand schießen. Scheiße, wo ist's? Hat sie jemand sehen? Ich wechsle die Position. Nicht vorstellen. Zu ungeschützt. Ich sehe sie nicht! Ah, Scheiße! Keine Schusslinie! Gut, das war's dann wohl.